Feier für die Top-Lehrlinge und ihre Lehrherren am 25. Juni im Gasthof Reisenbauer. 20 Lehrlinge aus dem Bezirk Neunkirchen nahmen ihre Auszeichnungen im Rahmen dieser Feier entgegen. Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstellenobfrau Waltraud Riegler, gratulierte den Top-Lehrlingen zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Seit mehr als 30 Jahren werden diese Lehrlingswettbewerbe durchgeführt. Und Sie haben Ihre Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung abgelegt oder bei einem Lehrlingswettbewerb einen der ersten Plätze belegt. Frau Waltraud Riegler, Sie sind heute hier in welcher Funktion? Ja, ich bin heute hier in der Funktion von der Obfrau, also die Obfrau der Bezirksstelle in Neunkirchen. Und ich darf heute den bezirksbesten Lehrlingen quasi zu ihren Auszeichnungen gratulieren. Und es ist immer eine sehr große Freude, wenn man quasi gute Leistungen bringt und dann vor den Vorhang gebeten wird. Na, ich würde es jetzt nicht mehr so in weibliche und männliche Berufe klassifizieren. Die Wirtschaftskammer ist ja sehr bemüht, auch die Mädchen auf andere Schienen zu bringen, dass man sagt, was weiß ich brauche heute nicht mehr so viel Heben, ich kann mir das erleichtern. Technische Berufe, die Mädchen sind sehr genau. Weil ich schon als kleines Kind gern die Haare gemacht habe. Und weil das einfach für mich ein schöner Beruf ist, dass man die Leute zufriedenstellen kann. Was ist das Tolle an der Lehre des Einzelhandelskaufmanns? Also ich bin echt gern mit vielen Leuten, also mit Kunden unterwegs. Also mir gefällt das, wenn ich zum Beispiel Leute beraten kann, wenn sie aber glücklich sind. Nachher kommen sie wieder zu mir und kaufen wieder was. Eine erfolgreiche abgeschlossene Lehre ist mit Sicherheit ein guter Start ins Berufsleben von heute.